herzliches Willkommen. Nicht bei Germany sucht das Next Topmodel, nein, bei Aktienlust sucht den Supertrader. Wir spielen ja jetzt schon eine ganze Weile. Wir hatten ja 8 Spielteilnehmer, die halt eben ganz klar dieses Mal mit Optionsscheinen und anderen Hebelpapieren traden mussten. Dazu hatten wir jeweils 3 Shorts und 3 Long im Angebot mit unserem Partner zusammen, IG, dem Broker, hier aus Frankfurt unter anderem. Auch da haben wir die Signale herbekommen und dann wurde gespielt. Ja, ursprünglich waren es mal 8 Spielteilnehmer. Wir hatten die Pia mit dabei, wir hatten Katja Eckert mit dabei, unseren Turnaround-Spezialisten Markus Neugebauer, dann den Dividendenkönig Jens Will, unseren Chefanalysten des Faktor X Börsenbriefes, Cliff Michel, aber sie alle sind schon ausgeschieden. Wir liegen jetzt im Halbfinale und da gibt es noch eine Entscheidung, die wir heute dann noch auswerten müssen, bevor es dann ins Finale geht. Im Finale, und das steht schon mal fest, steht auf jeden Fall unsere Nicole, denn die hat gegen Katja in der letzten Woche performen können, heißt, sie lag dementsprechend besser. Jetzt bleibt noch unser letztes Duell. Da geht es Jürgen gegen Ben. Ja, und da hat man sich letzte Woche dann doch jeweils Scheine ausgesucht. Der Ben ist auf die Long-Seite gegangen, hat sich einen Long-Faktor-Optionsschein ausgesucht von Lanxess mit dem Faktor 4. Und der Jürgen, und das ist absolut untypisch, ist auf die Short-Seite gewechselt. Und der Jürgen, seitdem ich ihn kenne, war noch nie Short. Also Short-Faktor-Optionsschein für den Jürgen von Crop Energies, übrigens auch mit dem Faktor 4. Da darf man jetzt gespannt sein, wer diese Runde natürlich gewonnen hat, weil derjenige zieht dann ja ins Finale. Und zwar gegen unsere Nicole. Ich habe es schon angekündigt. Dazu gibt es dann nächste Woche am 7. Dezember das erste Battle dann im Finale. Dann müssen die 2 gegeneinander antreten, jeweils wieder mit 3 Short- und 3 Long-Optionen, dargereicht und dargestellt vom Brokerhaus IG. Sollten Sie einmal Interesse daran haben, mit Hebelpapieren umzugehen, das Ganze spielerisch zu lernen, dann haben Sie unter dem Video den Link stehen. Da bekommen Sie dann auch die Trading-Signale, die wir erhalten haben vom Brokerhaus IG. Und ansonsten, IG hat gerade ein neues Programm zum Lernen mit dabei, Learn and Earn. Da kann ich spielerisch an einem Quiz teilnehmen und sogar noch 300 Euro gewinnen. Heißt also, die Plattform von IG ganz einfach mal aufsuchen. Und jetzt bin ich dann doch sehr gespannt, wer im Battle Jürgen gegen Ben tatsächlich gewonnen hat. Oh, und der Jürgen mit einem Shortschein, was er sonst nie tut, das ist ja überhaupt nicht deine Liga. 5,7% liegst du vorne. Also, dass ich noch nie Short war, ist nicht ganz richtig, aber ich mache es wirklich ungern. Ja, ich bin schon mal Short auf einen Index, wenn ich absichere, und ich habe sogar mal Tesla geschortet. Ja, aber Aktien-Short ist wirklich nicht meine Liga. Aber irgendwie hatte ich letzte Woche so einen Zorn, ja, auf unsere Regierung und all den Kram, was da war. Und der Ben hat eigentlich auch so auf der Long-Seite ja auch so ein bisschen spekuliert, aber ich war so geladen. Ja, also ich habe gesagt, da gehe ich mal Short. Aber natürlich war das auch Glückssache, das muss man ganz ehrlich sagen. Das hätte genauso gut anders ausgehen können. Ja, Ben, dein Fresenius-Schein Long Faktor 4. Meine, ich habe mir die Aktie heute jetzt nochmal angeschaut. Das sah ja heute jetzt gar nicht so schlecht aus. Wenn er denn Fresenius genommen hätte. Wenn es Fresenius gewesen wäre, Mick. Der Jürgen hatte auch schon das Missverständnis. Tatsächlich, ich habe ja geschwankt zwischen Fresenius und Lanxess. Und am Ende habe ich leider den falschen Schein gewählt, und zwar Lanxess. Ich hatte ja darauf spekuliert, das Strompaket jetzt für Unternehmen, die eben sehr viel Energie verbrauchen, das sollte ja beschlossen werden, wurde auch beschlossen, hat aber leider keine Auswirkungen auf Lanxess gehabt. Fresenius wäre der bessere Trade gewesen. Ich habe mich leider nicht dafür entschieden, aber trotzdem herzlichen Glückwunsch an Jürgen. Ich freue mich natürlich für ihn, dass er jetzt ins Finale muss gegen Nicole. Auf jeden Fall eine harte Gegnerin, würde ich sagen. Ich kann mich nicht erinnern,
Sie hatte mal einen Bayer-Shortschein gewählt. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Ja. Wenn man den sich, den würde ich mir jetzt gerne mal. Ich hoffe, den hat sie mit ihrem Echtgeld irgendwie eingelöst. Ja, es ist ein Drama momentan um Bayer, da bin ich bei. Also da wird wohl fleißig geschortet aktuell. Da scheint man wohl auf der Gewinnerseite zu sein. Ja, nächste Woche Donnerstag ist es dann soweit, Jürgen. Da trittst du dann gegen die Nicole an. Das wird schon spannend. Da kriegen wir ja auch wieder Trading-Signale vom Brokerhaus IG. Aber die machen das ja ganz hervorragend. Ja, ich meine, die Nicole, die hat ja auch schon also mit psychologischen Mitteln den Cliff ausgeschaltet. Ja, also ja, das stimmt. Das, die ist da, da muss ich aufpassen, ja, das ist ganz klar. Und wie gesagt, der Ben, der deutet das ja schon an, ja, dass er sagt, das ist eine harte Nuss, die es da zu knacken gilt, ja. Ich hätte das auch gern natürlich zwischen Ben und Nicole gesehen, das wäre auch spannend geworden. Mhm. Ja, aber so ist es halt, so sind halt die Spielregeln. Und natürlich, wie gesagt, ist es ja eine spielerische Form, das muss man sagen. Wir wollen ja hier zeigen, was geht mit solchen Scheinen auf der Long-, auf der Short-Seite. Und so wie wir das Spiel hier spielen, würden wir nie in der Realität ja investieren. Das heißt, wir kaufen und müssen eine Woche drin bleiben. Ja. Nur eine Woche, das muss man ja sagen. Also von daher, das ist ein Spiel. Wir wollen zeigen, was geht. Interessante Paarung. Es hat auch Spaß gemacht, ja, auch jetzt wieder mit dem Ben. Wie gesagt, ich habe die Woche über, ich war ja immer falsch, habe gedacht, Mensch, der ist bei Fresenius Long, bis er mich aufgeklärt hat, er ist bei weil da wäre es deutlich knapper geworden. Ich weiß gar nicht, Fresenius. Ja, wir können mal reinschauen. Ja, guck mal. Vorliegen. Aber selbst mit Fresenius, Jürgen, tatsächlich, du hast dich für das beste Signal entschieden. Ja, hat er. Muss man einfach mal so anerkennen. Ja. Aber es war ganz knapp, wenn man schaut. Ja. Also das muss man sagen. Also deswegen, da habe ich die Woche über, ich hatte das mit Langsess gar nicht auf dem Schirm, aber da hat natürlich auch wieder unsere Bundesregierung Strompreisbremse und was weiß ich, hat dem Bender eins reingeknallt. Und witzigerweise ja, auch sein Borussia Dortmund-Schein, ja, den hätte er jetzt mal haben müssen. Den hätte er haben müssen heute, ja. Also ich glaube 7% zugelegt. Mhm. Aber da sieht man mal die Signale. Auf jeden Fall sind interessant von IG, die wir hier geliefert bekommen. Vielleicht dann natürlich, wie gesagt, auf die langfristige Sicht oder immerhin etwas langfristiger. Und von daher, aber ich muss auch sagen, ich will nicht sagen, zum Glück bin ich raus, aber die meisten Zuschauer werden es wissen, wir haben ja jetzt unsere Börsenshow. Die steht eigentlich kurz vor der Tür. Morgen ist es soweit, unsere erste Show. Und da, ja, sind wir ja auch involviert. Jede Menge Arbeit, aber wir freuen uns auch. Spannende Gäste, spannende Teilnehmer. Und auch Gewinnspiele ohne Ende. Ich kann ja hier schon mal so ein bisschen was andeuten, aber mehr sage ich noch nicht dazu. Ja, also dabei sein ist alles auf jeden Fall. Ne? Ja. Also in der Sendung gibt es Gewinne, aber auch langfristig. Also bis zu 5.000 Euro kann man gewinnen. Und wie das alles geht und was ihr machen müsst da draußen, das werden wir natürlich morgen in der Show alles erläutern. Und Mick, ich glaube, auch du bist schon wieder voller Vorfreude auf unseren Martin, unseren Gastgeber, ja, und das Ganze drumherum. Ja, ich habe meine Winterreifen schon geletzt, damit ich auch gut nach Fulda komme. Absolut. Morgen 19 Uhr geht's los. Und ich war ja heute Morgen noch an der Börse, habe dann schnell einen Kaffee getrunken, kam auf einmal ein Pärchen auf mich zu, begrüßte mich freundlich mit Grüß Gott, Herr Knauf. Wie können wir es denn schaffen, mal live in der Börsenshow im Fuchsbau dabei zu sein? Ja, habe ich gesagt, da ist man natürlich am besten Clubmitglied. Dann wird man klar natürlich auch bevorzugt behandelt. Und das gehen die zwei jetzt dementsprechend dann auch mal an. Also für alle die, die da mal Lust haben, live im Fuchsbau zu sein, eventuell Aktienlust Clubmitglied werden oder werden noch, dann ist es natürlich alles möglich, uns auch mal live zu erleben. Also ich freue mich da morgen sehr drauf. Ja, schreibt einfach an club@aktielust.tv, wenn ihr mal dabei sein wollt. Und da könnt ihr das ja auch miteinander verbinden. Ja, da sagt ihr, okay, würden wir gern kommen und dann werden wir auch vor Ort noch Clubmitglied. Das kriegen wir schon, weil natürlich in der Show Essen, Trinken, alles dabei. Ja, das gehört dazu und macht riesen Spaß. Einger, unser Biersponsor, wieder dabei. Gestern Abend in der Generalprobe gab es Fassbieranstich, ja. Und es läuft wieder, muss ich sagen. Also das Einger ist wieder am Start und wird uns den Abend versüßen. Aber wir haben auch neue Konzeptionen, neue Ideen, neue Formate. Also es wird nicht die Staffel 3 reloaded, sondern es wird wirklich eine neue Staffel mit neuen Ansätzen, neuen Ideen. Da dürft ihr wirklich euch drauf freuen und natürlich gespannt sein.
Ja, also freuen wir uns sehr drauf. Wie gesagt, neue Elemente drin. Man darf auch immer mal lachen. Wer uns kennt, weiß, wir legen da großen Wert drauf, dass auch mal gelacht wird, was ja momentan in Deutschland nicht unbedingt so passiert. Wir legen Wert drauf im Fuchsbau und freuen uns da morgen sehr. Ab 19 Uhr live für alle, die natürlich morgen dann übers Internet zuschauen wollen. Ja, meine Herren, dann darf ich für heute Danke sagen. Ich freue mich auf morgen, aber ich freue mich natürlich auch klar auf nächste Woche Donnerstag, wenn es dann heißt Nicole gegen Jürgen. Dann wird es auf jeden Fall nochmal so oder so spannend. Ich darf mich heute verabschieden. Jürgen, du hast meine besten Glückwünsche. Ben, du warst ein ebenbürtiger Gegner, muss ich sagen. Hast lange durchgehalten, warst lange mit dabei. Auch an dich herzlichen Dank. Und damit geht die Runde von heute an unseren Jürgen.